Servus Clubfans und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Clubcouch. Jannis Horn ist heute da. Servus Jannis. Hallo. Ich bin sehr froh, es diesmal auf Deutsch machen zu können. Jannis, hast du die Clubcouch schon mal angeguckt? Ja, habe ich schon. Waren ja schon viele der Jungs da. Cooles Format und ja, ich freue mich jetzt auch mal hier sitzen zu dürfen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass du da bist. Wir blicken jetzt mal ganz kurz erstmal zurück auf den Sieg, Heimsieg gegen Hertha 3:1. Ja, was ist so dein Fazit? Ja, wo fange ich an? War ein sehr turbulentes Spiel, würde ich sagen, dem wir leider früh in Rückstand geraten sind. Aber ja, ich und ich denke, die anderen aus der Mannschaft hatten schon da ein gutes Gefühl einfach, dass wir auf jeden Fall noch zurückkommen. Das zeichnet uns ja auch irgendwie aus dieses Jahr, dass wir auch nach dem Rückstand oft noch Punkte holen und ja, immer für ein Tor vorne gut sind. Und ja, ich fand, wir haben echt guten Fußball gespielt, auch in der ersten Halbzeit, auch wenn da teilweise vielleicht der letzte Pass noch gefehlt hat oder ja, der letzte Torschuss vielleicht nicht präzise genug kam. Dann der verschossene Elfmeter, also es war ein sehr turbulentes Spiel, auch mit den roten Karten dann noch. Ja, das war schon wild, aber im Großen und Ganzen bin ich echt stolz auf die Jungs und es macht einfach Spaß. Sind ein eingeschworener Haufen und ich finde, das sieht man auch auf dem Platz und ja, ich finde, so kann es weitergehen. Absolut. Du hast die rote Karte oder die beiden schon angesprochen. Mit Iban ist ja auch klar, dass jetzt eben am Sonntag gegen Kiel jemand anderes wieder in der Innenverteidigung starten wird. Es gibt da viele Wechsel. Wie geht ihr damit um? Ja, weil wir haben echt einen super Kader, einen sehr ausgeglichenen Kader. Also auch die Jungs, die nicht im Kader sind, da könnte jeder auch auf dem Platz stehen. Und ja, man würde keinen Abfall merken. Das ist auf jeden Fall eine große Stärke, dass wir so einen gut besetzten Kader haben, einen großen Kader haben. Und ja, der Konkurrenzkampf ist ganz normal. Es gehört dazu. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass man weiß, man kann sich nicht ausruhen oder man muss immer die Leistung bringen, weil sonst spielt ein anderer. So soll es sein. Und ja, auch wenn Iban jetzt leider ausfällt, der ihn ersetzen wird, ja, der hat das gleiche Niveau und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Jetzt geht es am Sonntag gegen Kiel. Die haben auch 3:1 gewonnen gegen Rostock ihr letztes Spiel. Sind Dritter. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen überraschend für einige. Wie siehst du die Mannschaft? Ja, Kiel ist eine gute Truppe. Auch viele Jungs, die schon länger da sind. Immer nicht leicht dort zu spielen. Kleines, enges Stadion, guter Platz meistens. Dafür ist Kiel so bei uns in der Kabine. Oder das weiß man einfach, dass Kiel immer einen sehr, sehr guten Platz hat. Kann man guten Ball spielen. Und ja, wir freuen uns einfach drauf. Kiel ist auch gut drauf. Dritter, ja, genau. Aber ja, wir haben jede Menge Selbstvertrauen und hoffen, das ja, am Sonntag wieder zeigen zu können. So, das war jetzt Jannis Gegnercheck und wir gucken jetzt mal in den Gegnercheck von Club TV. Holstein Kiel ist für unseren Club nicht gerade der Lieblingsgegner. Die Störche haben die letzten 3 Duelle gegen Nürnberg allesamt gewonnen und nur 1 der letzten 8 Spiele verloren. Auch in dieser Saison sind sie stark unterwegs und belegen aktuell Platz 3. Der letzte Clubsieg in Kiel ist bereits 5 Jahre her. Diese Negativserie gilt es jetzt zu stoppen. So, wir haben uns jetzt den Gegnercheck angeschaut und jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt: Profis privat. Jannis, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ich werde die ein bisschen mixen mit meinen eigenen Fragen, die ich mir noch so überlegt habe. Aber wir wollen mal starten mit der Frage von Ali Dun. Ich bin sehr gespannt, worum es da geht und ob du überhaupt darüber sprechen kannst. Was ist Baiti und warum redest du so viel darüber? Baiti? Oh, sorry. Nee, ist okay. Kannst ja nicht wissen. Das ist, wir haben einen guten Laden, wo wir hier immer essen gehen. Çeşme, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bin kein Türke, aber ja, da gehen wir gerne essen. Da gibt es Beyti, was man bestellen kann, das esse ich sehr gerne, schmeckt sehr gut, aber ich bin nicht der Einzige aus der Mannschaft, der es gerne bestellt, also das ist aber ein bisschen so ein Insider, wie auch, ich glaube, waren schon einige Insider hier, ne, die du hattest. Ja, bestelle ich gerne, esse ich gerne und ja, schmeckt sehr gut. Okay. Ich habe das Gefühl, da gibt es so ein bisschen eine kleine Crew bei euch. Korrigiere mich gerne, wenn es nicht stimmt. Mit Amo, ich weiß nicht, ob Hübi da auch dabei ist, aber auf Hübi jeden Fall auch Jumbo. Viele, und wer noch? Viele, viele. Okay. Jumbo, Hübi, Schleimi, Flicky, Amo, Nene, Jan, Jens, Ali. Da sind jede Menge dabei, haben auch eine WhatsApp-Gruppe.
Aber heißt nicht, dass wir uns mit den anderen weniger gut verstehen. Also so ist es wirklich nicht. Aber ja, man macht ja mit dem einen in der Mannschaft immer mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger. Aber ja, das sind so die Jungs, mit denen wir uns am meisten unterhalten, Witze machen, viel lachen und es harmoniert einfach gut. Wie heißt die WhatsApp-Gruppe? Fitna Gang tatsächlich. Ah, okay. Fitna bedeutet sowas wie hetzen, sowas immer jemanden anstecheln, jemanden ärgern. Gut, und da wird viel geärgert, wie du auch merkst. Ja, okay, definitiv. Geschossen. Ja. Aber einer deiner besten Kumpels hier ist schon Jumbo, habe ich richtig beobachtet. Was verbindet euch? Was macht ihr vielleicht auch zusammen? Also, erstens wohnen wir nebeneinander auch, direkt Tür an Tür. Und unsere Frauen verstehen uns gut, die Kinder spielen miteinander. Das hat auf Anhieb gut gepasst zwischen uns, haben denselben Humor. Ja, wir verstehen uns echt gut, waren auch schon zusammen im Urlaub und ja, ist, denke ich, eine Freundschaft fürs Leben. Wow, was schätzt du an ihm? Er ist immer ehrlich, ist direkt, lacht sehr viel, sehr lautes Organ, ne? Hast du auch schon mitbekommen, denke ich. Und man kann mit ihm Witze machen, aber wenn es auch mal ernst werden muss oder sollte, dann kann man auch ernst mit ihm reden. Wir sagen uns alles, sind sehr direkt und offen gegenüber und das zeichnet ihn so aus. Paul fragt, wie viele Tattoos du hast. Das ist eine gute Frage. Also an den Beinen hier, die sieht man, glaube ich. Den ganzen Arm habe ich voll. Ich habe hier ein kleines Tattoo, habe ich mir zusammen mit meiner Frau stechen lassen. Sie hat ein anderes, aber ich habe es hier. Hier habe ich den Namen von meinem Sohn. Hier habe ich noch ein paar Daten, Geburtstage von meiner Familie. Also hinterm Ohr habe ich meine ersten Trikotnummern, die ich in Wolfsburg und in Köln hatte. Da soll jetzt aber noch die 38 kommen, logischerweise. Und ich weiß nicht, wie viele es genau sind, aber schätzen ist auch schwer. Wie gesagt, den ganzen Arm, hier, da, ein paar Kleinigkeiten, aber soll auch noch mehr werden, wenn die Zeit es zulässt. Okay, wohin sollen die restlichen gehen? Ich würde gerne den rechten Arm dann noch voll machen. Da habe ich, wie gesagt, nur hier hinten was und hier ein paar kleine Sachen. Und erstmal den Arm voll und dann muss ich noch schauen, ob ich noch was mache. Aber soll schon immer alles auch eine Bedeutung haben oder ist dir manchmal auch egal? Ja? Nee, schon eine Bedeutung. Okay. Also ich habe hier ein Bild von meiner Mama auch, das mir viel bedeutet. Ich bin ein sehr familiärer Mensch und hat schon jedes Tattoo hat seine Bedeutung. Apropos Familie, du hast es schön jetzt eingeleitet. Dein Bruder ist Physiotherapeut bei Eintracht Braunschweig. Wie seid ihr im Kontakt und wie war es für dich jetzt auch, auf ihn zu treffen? Jeden Tag in Kontakt. Also wir sprechen jeden Tag, telefonieren, FaceTime. Er hat auch einen kleinen Sohn, meinen Neffen, den ich auch über alles liebe. Und wie gesagt, das ist einfach eine Verbundenheit in der Familie, die echt schön ist, worauf ich auch stolz bin. Und es war was ganz Besonderes, in Braunschweig jetzt auf ihn zu treffen. Ich habe da dort ja nicht lange gespielt, aber auch in der Zeit war noch mal eine Verletzungsunterbrechung, wo der Uja sich ja leider verletzt hat, wo ich ihn dann aber noch mal auf dem Platz gesehen habe. Das war dann auch für mich einfach was ganz Besonderes. Ich bin gerne in der Heimat, gerne in Braunschweig. Meine ganze Familie ist dort, viele Freunde auch noch. Deswegen, wie gesagt, ich habe noch nicht allzu oft in meiner Karriere in Braunschweig gespielt, weil die Ligen sich doch immer unterschieden haben. Das ist richtig das Deutsche, denke ich schon. Deswegen, jetzt war es mal was ganz Besonderes und ich freue mich schon aufs Rückspiel in Nürnberg. Du hast ja auch vorhin uns schon erzählt, dass du in Braunschweig ja auch geheiratet hast, vor kurzem in der Länderspielpause. Wie viele ehemalige Mitspieler werden da auch dann dabei sein, von welchen Vereinen auch immer, wenn ihr heiratet? Oder, weil du es vorhin auch mit Jumbo so ein bisschen angesprochen hast, mit ihm wird es eine richtig lange Freundschaft sein. Oder waren da doch auch viele Jungs dabei, mit denen du dich in der Zeit super verstanden hast, aber wo es sich dann einfach irgendwie vielleicht auch verlaufen hat? Also jetzt bei der standesamtlichen Hochzeit war nur der kleinste Kreis da. Da war nur meine Familie da. Und Paulis Familie, also von meiner Frau die Familie. Da waren jetzt nicht so viele da, aber nächstes Jahr heiraten wir groß in Lissabon. Da werden dann viele Jungs dabei sein, also auch viele Fußballer, mit denen ich in Köln gespielt habe. Sadi Teuchert aus Hannover. Einfach viele. Manche spielen ja jetzt in Italien, spielt einer. Mein bester Freund spielt in Monaco, Ismail Jakobs, der kommt auch, wenn die Zeit es zulässt. Salih Özcan von Dortmund, der wird da sein. Beim Fußball ist es ja immer so, man weiß ja nicht. Er wird ja die EM spielen, ob er dann schon kann oder ob er da schon EM-Vorbereitung hat. Also es sind immer so ein paar Fragezeichen bei Fußballern, aber es sind auf jeden Fall einige da, hoffe ich. Und wie gesagt, mit
in der Fußballmannschaft ist es ja immer so, dass du dich mit ein paar halt besser verstehst und den Kontakt dann hältst. Einige Kontakte werden sich dann auch verlaufen, das ist ganz normal, denke ich. Aber ja, mit den Ängsten habe ich auf jeden Fall noch Kontakt und die werden auch da sein, hoffentlich. Und Jumbo kriegt auch eine Einladung, oder? Jumbo kriegt auch seine Mannschaft auch einige. Also ja, da freue ich mich schon, dort alle zu sehen. Sehr cool. Basti fragt, wer der beste Spieler ist, mit dem du jemals zusammengespielt hast. Ich würde sagen Julian Draxler oder Victor Osimhen, der jetzt bei Neapel spielt. Ja, Mario Gomez, Luis Gustavo, Jonas Hector in Köln. Aber wenn ich einen rauspicke, ist es, glaube ich, Julian Draxler. Der war schon sehr, sehr gut. Oder ist sehr, sehr gut. Definitiv. Könntest du dir eigentlich auch vorstellen, ins Ausland irgendwann mal zu wechseln? Oder war es vielleicht auch mal auf dem Tisch und du hast dann gesagt, nee, ich möchte doch lieber in der Nähe von der Familie sein? War schon mal auf dem Tisch, ja. Aber ja, jetzt mit unserem kleinen Sohn ist für uns erstmal wichtig, dass wir in Deutschland sind. Wir können uns das auf jeden Fall später mal vorstellen, auf jeden Fall. Aber wir fühlen uns hier wirklich pudelwohl. Ich habe jetzt hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und den möchte ich auch auf jeden Fall ja, ausfüllen, den Vertrag. Und wie gesagt, die Familie fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl. Ich mag die Stadt, ich mag den Verein, also hier passt alles. Aber in der Zukunft könnte ich mir das schon mal vorstellen, vielleicht ein, zwei Jahre im Ausland, ob es Amerika ist oder ein anderes Land. Das können wir uns schon vorstellen als Familie. Simon, mit der Frage, ob du dir nach deiner aktiven Fußballkarriere einen Trainerjob vorstellen könntest. Ja, ich möchte tatsächlich Trainer werden, im Jugendbereich aber eher. Also das ist jetzt so mein grober Plan. Ich habe ja noch ein paar Jahre darüber mir Gedanken zu machen. Du bist erst 26, genau, ja. Genau, darf man nicht vergessen. Aber ja, ich arbeite gern, glaube ich, dann mit jungen Fußballern, die noch eine Karriere vor sich haben. Das kann ich mir gut vorstellen und das ist so der grobe Plan, dann vielleicht bald mal in naher Zukunft den Trainerschein anzufangen. Aber wie gesagt, es sind ja noch ein paar Jahre bis dahin, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja. Du hast aber halt einfach schon ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, ja auch in der Bundesliga, Europa League gespielt und so weiter. Was würdest du denn, weil du es gerade auch angesprochen hast, einem Can Uzun zum Beispiel als Tipp geben? Ja, dass er einfach klar im Kopf bleibt. Also verletzungsfrei hoffentlich, ne, das können wir ja nicht richtig beeinflussen, aber wenn er verletzungsfrei bleibt und so bleibt, wie er ist, auch im Kopf her, er ist schon für sein Alter sehr, sehr reif, dann ja, kann das wirklich eine sehr, sehr große Karriere werden. Also ich habe noch keinen gespielt, der in seinem Alter so gut war und ich hatte ja auch schon ein paar Clubs, also das ist wirklich ein Ausnahmetalent, aber wie gesagt, er muss klar im Kopf bleiben, das machen, was er kann, auf den Trainer hören und ja, dann steht dem nichts im Wege. Danke dir, Janis, bis hierhin. Wir machen jetzt weiter mit dem spannendsten Teil dieser ganzen Club-Couch mit den 19 Sekunden. Mhm. Kennst du die Regeln? Wiederhole sie nochmal. Ja, also ich sag dir jetzt drei Themen und du haust einfach so viele Antworten, die dir einfallen wie möglich, ganz schnell raus, weil du hast 19 Sekunden und dann stoppen wir und dann gucken wir mal, wie viele Punkte du gesammelt hast. Ja. Janis, nenne die 15 beliebtesten Automarken der Deutschen. VW, BMW, Citroën, Ford, Porsche, Opel, Hyundai, Maserati, Lamborghini, Mercedes habe ich schon, es gibt noch Kia. Nummer 2, nenne alle Spieler aus dem letzten DFB-Aufgebot, also von dieser USA-Reise. Füllkrug, Hummels, Müller, Ter Stegen, Rüdiger, Süle, Brandt, Moukoko war nicht dabei, glaube ich, Havertz, Behrens, Sané. Ja. Sané zählt noch, ne? Ja, da kommt man dann gar nicht so schnell drauf, ne? Und bestimmt mal Kimmich und so, Goretzka. Ah, ne, die waren gar nicht, ne? Letzter Punkt, letztes Thema. Nenne alle Clubspieler, die diese Saison schon eine Karte gesehen haben. Güleyen, Matenia, Marquez, ich, Kastrop, Mats Möhrdeli, Brown, Handwerker, Valentini, Flick, Hayashi, Daferna, Pff,
Das war aber gut. Ja, Jannis, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ja. Wie froh bist du, wie stolz bist du auf deine Leistung? Extrem froh. Ja, hier auf der Couch fallen dir gar nicht so viele dann ein. So, wenn ich jetzt gleich in der Kabine bin, dann habe ich bestimmt noch ein paar mehr im Kopf. Aber ich denke, es war okay. Vor allem Jumbo überholt. Also das ist das Wichtigste. Ja, denke ich doch. Gleich ein paar Sprüche ab. Sehr gut. Jannis, vielen Dank. Seid unbedingt dabei am Sonntag, wenn es gegen Kiel geht, um 9 Uhr im Spieltagsmodus der App und um 13.15 Uhr im Fanradio. Und um 13.30 Uhr beginnt dann die Partie. Wir hoffen natürlich auf die 3 Auswärtspunkte. Ganz viel Erfolg euch. Wir drücken die Daumen und bis zum nächsten Mal auf der Clubcouch. Servus. Ciao.